Binnenwasserstraßen sind Verbindungen zwischen Binnenland und Küstenregionen, zwischen tiefem Hinterland und industriellen Ballungsgebieten, aber auch zwischen kleineren Stadthäfen und internationalen Seeumschlagplätzen, wie beispielsweise Rotterdam und Antwerpen. Allein das Bundesland Nordrhein-Westfalen wird von über 900 Kilometer schiffbaren Wasserstraßen durchzogen, auf denen zahlreiche Binnenschiffe mit einer mittlerweile alltäglichen Größenordnung von 1200 Tonnen Ladefähigkeit verkehren. Diese Schiffe sind jedoch nicht die einzigen Fahrzeuge auf den Wasserstraßen. In zunehmendem Maße werden Schifffahrtskanäle für den Freizeitsport genutzt. Hier sind es insbesondere motorisierte Sportboote und die durch Muskelkraft getriebenen Kleinfahrzeuge. Binnenschiffe haben auf den Wasserstraßen Vorrang. In Unkenntnis dieser Regel und den Gefahren, die von einem Schiff mit zum Teil über 1000 PS Antriebsleistung ausgehen können, kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen und folgenschweren Unfällen zwischen Binnenschiffen und Sportbooten. Ein in Fahrt befindliches Binnenschiff erzeugt im normalen Geschwindigkeitsbereich, der zwischen 10 Stundenkilometer für beladene und 12 Stundenkilometer für leere Fahrzeuge liegt, in Rumpfnähe eine Vielfalt von Sog- und Wellenschlag. Der Bugwelle, erkennbar an dem durch Wasseraufwirbelungen erzeugten Bart, folgen längs am Schiffskörper Phasen, die eine Wasserverdrängung einerseits und ein Anziehen des Wassers andererseits erkennen lassen. Der gefährlichste Bereich eines motorisierten Schiffes ist der Heckbereich. Hier wirkt die Antriebsschraube, die Wasser in erheblichen Mengen anzieht, um es dann mit immenser Kraft wieder von sich zu drücken. Hinzu kommt, dass sich gerade im engen Fahrwasser von Kanälen das Wasser nur langsam beruhigt, da Spundwände ein Auslaufen der Wellen erschweren. Der Wassersportler muss diese Gefahren rechtzeitig erkennen. Er muss insbesondere die Größe und Art des Gewässers sowie die dort gültigen Verkehrsvorschriften beachten. Sportgeräte sollten grundsätzlich an dafür vorgesehenen Bootsstegen zu Wasser gelassen werden. Häufig wird jedoch dabei der Fehler gemacht, gegen auslaufende Wellen, die durch vorbeifahrende Binnenschiffe erzeugt werden, anzukämpfen. Nicht selten kommt es dabei zu Beschädigungen an den Geräten oder auch zu Verletzungen von Personen. Leichter ist es, sich dem Tanz der Wellen anzupassen. Das erfordert weniger Kraft, sondern eher Geschicklichkeit. Ein Ruderboot lässt sich auch bei Wellengang leicht halten, wenn es den nötigen Abstand zum festen Land hat und locker geführt wird. Den Weg durchs Wasser findet es dann fast von allein. Auch hier gilt: Verständnis für die Berufsschifffahrt und vorausschauende Teilnahme am Verkehrsgeschehen helfen, manchen Unfall zu verhindern. An- und Ablegestellen von Ruderbooten sind manchmal verdeckt untergebracht. Sie können von Liegestellen der Berufsschifffahrt umgeben sein, sodass das Verkehrsgeschehen nicht vom Anleger aus eingesehen werden kann. Vom Steuerhaus eines Binnenschiffes sind solche Liegestellen nicht immer zu sehen. Zwar verringert der Schiffsführer automatisch die Geschwindigkeit, weil stillliegende Schiffe einem besonderen Schutz unterliegen. Jedoch kann er seinen Stahlkoloss nicht plötzlich zum Stehen bringen, wenn unerwartet ein Ruderboot vor dem Bug des Schiffes ins Fahrwasser einschert. Der fließende Verkehr auf der Durchgangsstraße hat Vorrang vor denen, die sich in den Verkehrsfluss einreihen wollen. Sicherer ist es, den laufenden Verkehr durch andere Personen beobachten zu lassen, die einen Einblick in beide Fahrtrichtungen haben und besser als der an der Wasseroberfläche befindliche Ruderer sehen können, ob die Wasserstraße frei ist. Durch Handzeichen oder Zurufe kann so das Ruderboot eingewiesen werden. Ein gefahrloses Einfädeln in den Verkehr ist möglich und die Fahrt kann losgehen.
Das Vorausschauen ist gerade für den Ruderer, der seiner Fahrtrichtung den Rücken zuwendet, nicht so ganz einfach. Er muss sich umdrehen, um die Verkehrslage beurteilen zu können. Sein Boot ist überdies recht klein und hat eine kaum über die Wasseroberfläche hinausragende Bordwand. Unruhiges Fahrwasser verlangt da schon ziemliches Können, also Balance und ausgefeilte Rudertechnik. Sportliche Tätigkeit, wie beispielsweise ein intensives Rudertraining, lässt die Umgebung in den Hintergrund treten. Wer als Ruderer vergisst, dass er sich auf einer Schifffahrtsstraße befindet und Verkehrsteilnehmer ist, auf dessen richtiges Verhalten sich andere Verkehrsteilnehmer verlassen müssen, bringt nicht nur sich und sein Boot, sondern auch Großfahrzeuge in gefährliche Situationen, die nicht immer glimpflich ausgehen. Der Ruderer muss erkennen, dass ihm ein Schiff entgegenkommt, dem er den nötigen Raum zu lassen hat. Manöver von Binnenschiffen brauchen ihre Zeit und müssen deshalb lange vor ihrer Ausführung geplant sein. Das ist jedoch nicht die einzige Schwierigkeit, die sich für einen Schiffsführer ergibt.